Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute nach langer Zeit mal wieder ein Unboxing und zwar von meiner Kaffee-Analog-Bestellung. Vorweg, vielleicht habt ihr nichts gehört, denn der neue Schreibtischstuhl ist aufgebaut und er ist so leise. Das ist für mich so ungewohnt, wenn ich irgendwo mich rüberbeuge oder irgendwo damit hinroll, dass man einfach nichts mehr hört. Ich bin wirklich begeistert. Und ja, ich habe es endlich geschafft. Zum Glück hat es keinen ganzen Monat gedauert, bis ich ihn aufgebaut habe. Socker vermisst zwar schon den riesen Karton in der Wohnung, aber gut, genug davon. Machen wir jetzt vielleicht mal mit dem Hauptthema weiter. Das Hauptthema ist nämlich nicht mein Bürostuhl, sondern die Bestellung. Und wie gesagt, von Kaffee Analog. Mal sehen, ob wir das hier einigermaßen in Ordnung aufkriegen. Naja, nicht so ganz. Diesmal habe ich mich auch nicht für die Rentalbox entschieden, sondern ich dachte mir, ich bestelle sofort und möchte es dann quasi auch sofort haben. Ja, ich wollte da jetzt nicht noch 6 Wochen drauf warten. So. Man sieht vielleicht schon ein bisschen stempellastig. Die Goodies tun wir vielleicht mal noch auf die Seite. Und zwar, ja, ich habe mir jetzt einmal, oh nee, habe ich doch nicht, weil da ist was drin. Fangen wir hiermit an. Ich habe mir jetzt für den Stess-on-Stempel mal ein Refill gekauft, weil ich mir so dachte, ja, irgendwann wird er bestimmt nicht mehr so ganz gut, ja, Farbe haben. Und dann ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn ich das schon da habe, bevor ich dann versuche, irgendwo auf die Schnelle so ein Refill-Dingsbums herzukriegen. Jetzt muss ich mir natürlich nur den Ort dafür überlegen, wo ich dann, wenn es irgendwann soweit ist, auch daran denke, dass er da ist. Aber ich schätze, er wird in meinem Alex einfach in die Stempelschublade mit einziehen. Und dann sollte das für mich ja kein Problem sein, den guten Auffüller bei Bedarf zu benutzen. Dann Stempel Nummer 1. Ich liebe ja so Schriftstempel. Und da habe ich mir das Everything Comes to You in the Right Moment einmal bestellt. Mit grünem, ja, Rubber. Auch sehr schön, dass hier die Ränder eben wieder ausgeschnitten sind, dass man nicht am Ende noch irgendwo hier überall schwarze Streifen hat beim Stempeln. Upsi. Dann, ich weiß leider nicht mehr genau, bei wem ich den Stempel gesehen habe. Gut, jetzt in der kommenden Winterszeit mag der nicht so ganz passend sein. Vielleicht könnt ihr hier schon lesen. Sunflower Girl, das ist also eigentlich etwas Blumiges. Aber wie gesagt, ich habe den bei irgendjemandem auf Instagram gesehen. Da wusste ich noch nicht mal, dass es den bei Kaffee, ups, Analog gibt. Und dann bin ich eben halt durch den Kaffee Analog Shop gescrollt und dann habe ich den gesehen und gedacht, der hat mir so gut gefallen. Den werde ich jetzt auch einmal bestellen und kaufen. Ups. Hier auch wieder sehr hübsch verpackt. Vielleicht findet dieses Stoffteil auch noch Platz in meinem aktuellen Junk Journal. Mal sehen. Und das ist das gute Stück. Ich finde den echt so cute. Also den musste ich echt mitnehmen. Auch mit der süßen Biene da oben. Ich finde es einfach zu süß. Zu süß. Jetzt habe ich hier ein bisschen rumgefusselt. Dann habe ich mir mal da noch so einen Kleber bestellt. Das ist der, also da gab es verschiedene, ich weiß nicht mehr in welchen Farben. Das ist der einfach, der trägt sich in Blau auf und ja, trocknet dann quasi farblos runter. Und der hat, also es ist jetzt kein absolutes Muss. Moment. Genau, also es ist kein absolutes Muss, dass ein Kleber das haben muss, aber er hat auch diese. Uff, jetzt kriege ich den Deckel nicht ab. Oder ist das gar nicht der Deckel, sondern das? Genau.
Ah ja, und der hat auch diese Viereckform, mit dem man natürlich gut in Kanten kommt. Und ja, also man kann, irgendwann geht jeder Kleber aus und dann habe ich wieder einen. Der sieht irgendwie richtig schick aus, richtig wie so ein Designerstück. Apropos, ich könnte gleich mal gucken, wie viel ich noch in meinem aktuellen drin habe, aber wahrscheinlich wird es noch. Ja, das wird noch ein bisschen. Ja, gar nicht mehr so viel. Aber es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis der mal zum Einsatz kommt. Aber für Backup in Sachen Klebestiften habe ich eigentlich immer gesorgt. Dann kommen wir einmal, glaube ich, zum dritten und letzten Stempel auch wieder ein Textstempel. Da war ich mir erst gar nicht so sicher, ob ich das jetzt noch mitnehmen will oder nicht. Dann habe ich aber einen anderen Stempel wieder rausgemacht und mich natürlich, wie gesagt, für so eine Textstempel entschieden. Und auch wieder in Grün. Genau. So. Das hier ist, glaube ich, nur Füller und quasi Müll. Ja. Dann habe ich mir noch mal so ein Storagebook für Sticker bestellt. Und zwar, ich habe ja bereits so einen, aber ich weiß nicht, das ist schon so voll und ja, dass ich irgendwann dachte, wie Alina. Hallo Alina, liebe Grüße an dich, wenn du das siehst. Ich kaufe mir jetzt auch einfach noch ein zweites und man kann natürlich auch andere Sticker-Sheets da drin aufbewahren und nicht nur die Print-on-Sticker oder was weiß ich. Also, ja, und da habe ich mir diese rosane Farbe rausgesucht. Und ja, dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch schon zu Stickern. So, und zwar, ich habe jetzt schon sehnsüchtig darauf gewartet, dass das mal diese. Also, ich habe nicht die Tinboxen, die sind ja auch immer ausverkauft. Deswegen habe ich gedacht, ich kaufe auch einfach die Refillbags. Das ist mir relativ egal. Meine La Dolce Vita Sticker gehen in einer Tin auch so langsam zur Neige. Da kann ich dann auch diese Sticker hier einfach mit ja, reintun. Wir können gerne einmal durchgucken. Ich habe mir die Motive auch noch nicht so genau angeschaut, weil man natürlich immer noch so ein bisschen Überraschung haben möchte. Mal gucken, ob ich es überhaupt aufkriege. Dann können wir jetzt einmal schnell durchgucken. Also die sind wirklich sehr schick. Und ist auch mal was anderes als die La Dolce Vita Mädchen, weil die ja doch ein bisschen mehr mit machen und ich sag jetzt mal mehr kleinere Details haben. Und ja. Und die haben dann auch nicht so krass ausgefallene Farben, sondern alles ein bisschen gedeckt. Nicht, dass mich das bei La Dolce Vita so unglaublich stören würde, aber manchmal passt das quasi schon nicht so ganz gut in ein Gesamtbild und dann gehen vielleicht diese neutralen Mädchen eher. So. Genau. Das wäre das eine Päckchen. Gut, das kann ich hier dann auch abmachen und sogar auch nochmal wieder verwenden. Die zweite Packung ist Wanderlust. So an und für sich hat es ein bisschen was von Booster Packs oder so Sticker Packs. Also es ist ja Sticker, aber wie so diese Sammelsticker von, was weiß ich, Pokémon und Schieß mich tot zu öffnen. Genau, und das ist eben die Kollaboration mit Café Analog. Ja. Oh, auch richtig schick. Wie schön ist Ihre Jacke, bitte? sehr ausgefallen. Sitzt auf dem Fahrrad und man hat die Sicht von vorne. So. Auch sehr schick. Genau. Das wäre das.
Und dann kommen wir einmal zu besagten Print-on-Stickern. Die finde ich richtig hübsch. Also, ich finde die ja alle relativ hübsch, aber die drei, ne, zwei haben es dann geschafft, von mir gekauft zu werden. Das ist schon irgendwie richtig artsy hier. Genau, das sind jeweils, also zwei Sticker-Sheets, je ein Design dabei. Und dann als letztes, vor allem natürlich wegen den Schmetterlingen gekauft, das sind aber normale Sticker und, na doch, das sind auch Transfer-Sticker. Aber das ist ja relativ wurscht. Manchmal muss man bei den Transfer-Stickern nur aufpassen. Manche lassen sich nicht so gut auf alte Papiere irgendwie transferieren. Aber das kann man einfach ausprobieren. Und das sind drei meines Wissens nach, nicht meiner Meinung nach, eben zweimal Schmetterlinge. Sehr hübsch. Und einmal Rehlein. Auch sehr süß. Genau. Und das wäre mein Kaffee-Analog-Haul. Wir sind quasi schon am Ende. Wie gesagt, ich wollte da jetzt nicht diese Rental-Box für mehrere Wochen machen. Ich wollte die Sachen haben, denn also im September habe ich schon ein bisschen mehr bestellt als jetzt die Monate davor. Da habe ich mich weniger zusammengerissen, vor allem weil September mein Geburtstagsmonat ist. Und bei den meisten Bestellungen, was heißt bei den meisten? Es hört sich an, als ob ich so 10 Bestellungen hätte, aber es sind eigentlich, glaube ich, nur noch zwei, auf die ich warte. Wie gesagt, das waren zweimal Pre-Order-Sachen, deswegen dauert es natürlich und ich hätte eben gerne mal was wieder in der Hand gehabt, was Neues. Und ja, deswegen sieht meine Ausbeute wie folgt aus. Ja, mal wieder so ein Unboxing-Auspack-Video habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht und ist mal, also für mich natürlich mit relativ wenig Aufwand verbunden, weil ich die Bestellungen so oder so auspacke. Aber ja, es bietet sich manchmal auch einfach an für so ein kurzes Video. Ich selbst muss zwar sagen, dass ich Unboxings bei anderen nicht mal so gerne angucke, weil ich natürlich nicht angefixt werden will mit irgendwelchen Sachen. Siehe hier zum Beispiel diesen Stempel, mit dem ich angefixt wurde. Aber ja, es gibt ja auch Leute, die nicht alles sofort bestellen, was sie sehen und hübsch finden. Deswegen, ja, jeder wie er möchte. Und ja, dann wären wir jetzt schon am Ende angekommen. Oh, wobei, ups, wir könnten noch das Goodie-Päckchen einmal zusammen öffnen. Genau, diese Figur gab es, glaube ich, auch als Holzstempel. Die hatte ich nämlich auch erst im Warenkorb. Die hat aber auch nochmal, lass mich nicht lügen, 16 Euro gekostet. Und deswegen dachte ich, nee, dann tue ich die weg und habe eben, glaube ich, diesen hier dazu getan. Der ist natürlich ein bisschen billiger als so ein, sag jetzt mal, aufwendigeres Motiv und natürlich auch größer. Und ja, hier haben wir auch noch mal so einen Sticker. Es gab auch noch einen anderen Stempel, den ich überlegt hatte, aber man muss ja echt nicht alles kaufen, was man möchte. Ja, es geht diesmal nicht ganz so gut auf. Doch. Und an Goodies haben wir diesen Sticker. Gut, ich glaube, der ist jetzt auch mit in dem Pack dabei, aber es ist ja egal. Einmal ein leeres kleines Ticket. Ups. Dann einmal ein ausgestanztes Papier. Dann hier süße herbstliche Blätteraufkleber. Dann hier so ein Kreis. Sowas hier. Und dann, das ist, glaube ich, auch kein Sticker, sondern Papier. Und dann hier zwei so mehr bisschen transparente Papiere. Sehr hübsch mit den Lynchy an den Rahmen. Und einmal hier noch so ein Papier. Genau. Das war der Goodie Bag. Damit haben wir jetzt aber wirklich alles einmal gezeigt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.